Herzlich willkommen bei Sport in Schwerin, heute mit Volleyball. Es ist die Heimspielpremiere des amtierenden deutschen Meisters, des Schweriner SC gegen SC Potsdam. Und heute gleich ein Spitzenspiel, der SC Potsdam als Tabellenführer angereist mit 2 Siegen im Gepäck. Aber auch der Schweriner SC ist noch ungeschlagen. Also heute wird eine Serie definitiv reißen. Ich wünsche viel Spaß jetzt beim Spiel. Ja, es ist angerichtet, das erste Heimspiel des Schweriner SSC gegen den SC Potsdam. Tabellenerster gegen den Tabellenzweiter. Und wir erwarten hier in der Arena Schwerin
ein spannendes Spiel eröffnen wird den ersten Satz. Die Nummer 11 vom SC Potsdam, Ramona Stugi. Ja, und gleich mit dem Punktgewinn für Schwerin durch Mira Topic zum 1:0 im ersten Satz. Weiter geht es auf Schweriner Seite mit Dennis Hanke. Und auch der Punkt geht an Schwerin. Die Nummer 5, Neuzugang beim Schweriner SC, Christel Estelle. Der Ball ist drin. Das sogenannte Ass, 3:0. Erneuter Punktgewinn für Schwerin, 4:0 und schlussfolgerichtig die Auszeit genommen vom Trainer des SC Potsdam, Alberto Salomoni. Weiter geht es mit der Nummer 10, Dennis Hanke. Und der Schiedsrichter zeigt es an. Übergegriffen. Punkt für Schwerin. 5:0. Der Ball ist im Aus, 6:0. Und jetzt auch der erste Punktgewinn für den SC Potsdam, 6:1. An die Angabe tritt jetzt die Nummer 5, Lucia Daniela Fresco. Weiterer Punktgewinn, 6:2. Weiterer Punkt für Schwerin, die Nummer 5. Christel Estelle. An der Angabe jetzt die Nummer 4, Mira Topic.
Potsdam 7:3. Eine Angabe jetzt, die Nummer 17, Laura Weidenmeier. Und auch der Punkt geht an Potsdam 7:4. Punkt für Schwerin 8:4. Und damit geht es in die erste technische Auszeit. Beim ersten Satz hier in der Arena zwischen dem Schweriner SC und dem SC Potsdam. Der technischen Auszeit geht es für Schwerin gleich weiter. Sie können die Führung ausbauen zum 9:4. Eine Angabe jetzt, die Nummer 3, Anne Haugen-Ass. Und da kommt Berit Kaufeld nicht mehr an den Ball ran. Der Ball geht ins Aus. Punkt für Potsdam, 9:5. Der Ball ist drin. 10:5. Für Schwerin geht jetzt an die Angabe die Nummer 5, Christel Estelle. Zu 6. Für Potsdam jetzt die Nummer 12, Simona Usic. Weiterer Punkt für Potsdam. 10:7. Der Ball ist im Netz, 11:8. Für Schwerin eine Angabe jetzt, die Nummer 6, Julia Retzlaff.
Da war der Block noch dran. Punkt geht nach Potsdam. 11:9. Der Punktgewinn. Anschlusstreffer 11:10. Eine Angabe für Potsdam. Die Nummer 6, Patricia Grohmann. Der Ball ist immer aus. Punkt für den SSC. 12:10. Eine Angabe für Schwerin jetzt. Die Nummer 8, Berit Kaufeld. Zu 11. Und Dennis Hanke mit dem 13:11. Der Ball geht ins Netz, 13:12. Und der Ball von Lucia Daniela Fresco geht ins Aus, 14:12. Eine Angabe jetzt, Mira Topic. Und auch der ist zu weit. 14:13. Fünfzehn zu 13. Anna Augenass mit der Angabe. Fünfzehn zu 14. Der Ball von Julia Retzlaff ist drin. Damit geht es in die zweite technische Auszeit beim Stand von 16:14. Und damit führt der Schweriner SC weiterhin im ersten Satz gegen den SC Potsdam. Thank you.
Der Ball war im Aus. Punkt für Schwerin, 17 zu 14. Und der Ball von Lucia Daniela Fresco geht ins Aus. 18 zu 14. Auszeit genommen von Alberto Salomoni. Der Ball ist im Aus, 18 zu 15. Für Potsdam jetzt eine Angabe, Simona Usic mit der Nummer 12. Und Julia Retzlaff mit dem Punktgewinn für den Schweriner SC, 19 zu 15. Der Ball ist im Aus, 20 zu 15. Der Ball ist im Aus, 20 zu 16. Schwerin. Ein Wechsel. Die Nummer 8. Berit Kaufeld geht raus. Dafür kommt die Nummer 14. Hiroko Hakuta. Auch ein Neuzugang beim Schweriner SC. Und sie ist jetzt auch an der Angabe. Und Hanna Augenass mit dem Punktgewinn für Schwerin. 22-16. Mira Topic, 23 zu 16. Da war noch eine Schweriner Spielerin am Ball, 23 zu 17. Für Potsdam jetzt die Nummer 11, Ramona Stubi.
Hanna Augas mit dem Punktgewinn zum 24-17. Und das heißt im ersten Satz Satzball für den Schweriner SC. Schlagen wird diesen Dennis Hanke. Potsdam konnte den ersten Satzball nochmal abwehren. 24-18. Die Nummer 9, Lisa Gründing, wird den Ball ins Spiel bringen. Und der Ball von Christel Estelle geht ins Netz. 24-19. Punktgewinn für Potsdam. Und Auszeit genommen vom Schweriner Trainer Toin Buys beim Stand von 24-20. Mira Topic holt den 25. Punkt. Damit geht der erste Satz an den Schweriner SC. Damit melden wir uns zum zweiten Satz zurück zwischen dem Schweriner SC und dem SC Potsdam. Es steht in den Sätzen 1-0. Beginnen wird den zweiten Satz der Schweriner SC mit Dennis Hanke. Aber der erste Punkt geht an den SC Potsdam. Und damit steht es 0-1. Die Nummer 5, Christel Estelle mit dem Ausgleich 1-1. Eine Angabe jetzt Mira Topic.
Punkt für den Schwerin RSC durch die Nummer 11, Anne Buiz. Weiterer Neuzugang beim Schweriner SC. Und der Block sitzt 3-1. Dieser Block sitzt durch die Nummer 3, Hanna Haugengas, 4-1. Der Punkt geht nach Potsdam, 4-2. Der Angabe jetzt Simona Usic für den SC Potsdam. Punkt für Schwerin, 5-2. Berit Kaufeld mit dem Punkt 6-2. Eine Angabe, die Nummer 3, Hanna Haugengas. Erneut Punktgewinn für den Schweriner SC durch Berit Kaufeld, 7-2. Und Auszeit genommen vom SC Potsdam. Für Potsdam 7-3. Eine Angabe jetzt Patricia Grohmann für den SC Potsdam. Im zweiten Versuch klappt es besser. Christel Estelle mit dem Punkt 8-3. Technische Auszeit hier im zweiten Satz zwischen dem Schweriner SC und dem SC Potsdam. Thank you.
Punkt für Potsdam. 8-4. Eine Angabe für Potsdam jetzt. Die Nummer 11, Ramona Stücki. Punkt für Schwerin. 9-4. Zu 5. Und Berit Kaufeld mit dem 10-5. Der Ball ist im Aus. 11-5. Weiterer Punktgewinn für den Schweriner SC. 12-5. Der Ball ist im Aus. 13-5. Erneute Auszeit durch den SC Potsdam. Der Angabe durch die Nummer 8, Berit Kaufeld für den Schweriner SC. Den Ball konnte Anne Beuys nicht mehr vernünftig unter Kontrolle bringen. 13-6. Mira Topic, 14-6. Dennis Hanke. Punkt für Schwerin. 1-0 auf Potsdamer Seite für Lucia Daniela Fresco. Kommt Lisa Gründing.
Und der Block steht auf Schweriner Seite. Crystal Estelle 16-6. Und wir gehen in die zweite technische Auszeit im zweiten Satz. Der Ball ist aus dem Feld, 17-6 für den Schweriner SC. Wechsel beim SC Potsdam. Die Nummer 10, Christina Schlechter, kommt rein für Laura Weinmeier. Der Ball ist im Aus von Dennis Hanke. 18-7. Zu 8. Punkt für Schwerin 19-8. Und jetzt kommt die Nummer 14. Hiroko Hakuta für Mira Topic rein. Und sie geht jetzt auch gleich an die Angabe und wird den Ball ins Spiel bringen. Punkt für Potsdam 19-9. Punkt für den SC Potsdam 19-10. An der Angabe für Potsdam jetzt Simona Usic mit der Nummer 12. Da steht der Block von Potsdam 19-11.
Der Ball ist drin. 19 zu 12. Auszeit für den Schweriner SC. Der Ball war zu weit. 20 zu 12. Punkt für Potsdam. 20 zu 13. Eine Angabe, Patricia Grohmann. Punkt für Schwerin, 21 zu 13. Weiterer Punktgewinn, 22 zu 13. Nach diesem schönen Ballwechsel geht an Potsdam, 22 zu 14. Und Berit Kaufeld mit dem 23 zu 14. Wechsel auf Schweriner Seite. Für Dennis Hanke kommt Anja Brandt. Und Anna Angabe jetzt Anne Beuys. Für Potsdam 23 zu 15. Auf Schweriner Seiten wird wieder zurückgewechselt. Jetzt wieder im Spiel mit Dennis Hanke.
Punkt für den Schweriner SC. 24-15. Satzball im zweiten Satz. Berit Kaufhalt wird die Angabe machen. Der Ball war zu weit. 24-16. Eine Angabe jetzt. Christina Schlechter für den SC Potsdam. Weiterer Punktgewinn für Potsdam. 24-17. Und damit geht auch der zweite Satz an den Schweriner SC. Den Satzball, den letzten Punkt, holte Hanna Augenass. Und weiter geht es im Spiel zwischen dem Schweriner SC und dem SC Potsdam. Im dritten Satz, es steht 2-0 für den Schweriner SC. Beginnen wird den dritten Satz der SC Potsdam mit Ramona Stucki. Und der erste Punkt geht an den Schweriner SC. 1-0. Dennis Hanke. Punkt für den SC Potsdam 1-1. Weiter geht es mit Lisa Gründing. Und der SC Potsdam geht in Führung mit 1-2. Punkt für den Schweriner SC, Ausgleich 2-2. Eine Angabe jetzt, Mira Topic.
Potsdam 2:3. Der Ball ist im Netz 3:3. Weiterhin Potsdam in Führung 3:4 durch die Nummer 6, Patricia Grohmann. Mit dem Ausgleichstreffer 4:4. Punkt für Schwerin 5:4. Zu weit. Aber eine Schweriner Spielerin war noch dran. 5:5. Weiter geht's mit Simona Usic. Angabe für Potsdam jetzt Patricia Grohmann. War am Aus. 6:7. Topic mit dem 7:7. Eine Angabe jetzt, Berit Kaufeld. Potsdam 7:8 und damit geht es in die erste technische Auszeit im dritten Satz zwischen dem Schweriner SC und dem SC Potsdam.
Geht an Potsdam 7-9. Weiterer Punkt für Potsdam 7-10. Schwerin 8-10. An der Angabe jetzt Dennis Hanke. Die Angabe von dieser Gründing geht ins Netz 9-11. Weiter geht es auf Seiten des SSC mit Mira Topic. Der ging ins Aus 9-12. Boys mit dem 10-12. Hanne Augenass mit dem Ball ins Netz 10-13. Nicole Seidova für den SC Potsdam. Punktgewinn für Schwerin. 11-14. Weiter geht's mit
Simona Usic. Und den Ball bekommt Miratopic nicht richtig. 11:15. Und Berit Kaufeld mit dem 12:15. Für den SC Potsdam 12:16. Und damit geht es in die zweite technische Auszeit hier im dritten Satz zwischen dem Schweriner SC und dem SC Potsdam. Crystal Estelle mit dem 13:16. Dennis Hanke 14:16. Und Miratopic mit dem Block 15:16. Auszeit genommen durch Alberto Salomoni. Ausgleichstreffer für den Schweriner SC 16:16.
16:17. Für Potsdam jetzt eine Angabe Ramona Stücki. Und Mira Topic mit dem 17:17. Für Potsdam 17:18. Eine Angabe jetzt Lisa Gründing für den SC Potsdam. Weiterer Punktgewinn 17:19. Wechsel beim Schweriner SC für Mira Topic kommt Julia Jetzlaff. Punkt für Potsdam 17:20. Uneinigkeit bei den Schweriner Mädels. 17:21. Schwerin 18:21 durch Mira Topic. Für Potsdam 19:22. Eine Angabe Christina Schlechter für den SC Potsdam. Direkt verwandelt zum 19:23. Auszeit für den Schweriner SC.
und Crystal Estelle mit dem 20-23. Punkt für Potsdam, 20-24. Satzball für den SC Potsdam. Eine Angabe jetzt, Nicole Seidova. Und damit geht der dritte Satz an den SC Potsdam. Jetzt steht es in den Sätzen zwischen dem Schweriner SC und dem SC Potsdam 2-1. Wir sind wieder zurück zum dritten Satz im Spiel zwischen dem Schweriner SC und dem SC Potsdam. Es steht in den Sätzen 2-1. Beginnen wird den vierten Satz der Schweriner SC mit Dennis Hanke. Erster Punkt geht an Schwerin, 1-0. Ausgleichstreffer 1-1. Punkt für Schwerin 2-1. Wiederholung der Angabe. Mira Topic. Punkt für Schwerin 3-1. Weiterer Punktgewinn 4-1. Auszeit genommen vom SC Potsdam. We'll be right back.
Punkt für den Schweriner SC. 5:1. Nach Potsdam 5:2. Weiter geht's mit Simona Uvic. Und Hanne Haugenaas mit dem 6:2. Der Ball ging ins Netz, 6:3. Weiter geht's mit Patricia Roman. Schön mit dem Punktgewinn. 7:3. Der Ball war zu weit. 7:4. Schöner Ball, 8:4. Damit geht es in die erste technische Auszeit im vierten Satz. Topic zum 9:4. Anna Boys. Gutes Auge von Christel Estelle. 10:4. Auszeit durch Potsdam.
Der Ball ist im Aus. Zu 4. Punkt für Potsdam, 11:5. Weiter geht's mit Lisa Gründing. Dennis Hanke, 12:5. Für Schwerin 13:5. Der Punkt geht an Potsdam, 13:6. Mira Topic mit dem 14:6. Weiter geht's mit Denise Hanke. Erneut Mira Topic mit dem 15:6. Patricia Grohmann mit den 15:7 für Potsdam. Der Ball ist drin, 16:7. Damit geht es in die zweite technische Auszeit im vierten Satz zwischen dem Schweriner SC und dem SC Potsdam.
weiter geht's mit Mira Topic. Und Patricia Grohmann mit dem 16:8. Der Ball war zu weit, 17:8. Punkt für Potsdam, 17:9. Lucia Daniela Fresco, 17:10. Estel mit dem 18:10. Und Crystal Estel geht dafür, kommt Patricia Thormann und da wird die Halle wach. Trotzdem erstmal der Punkt für den SC Potsdam, 18:11. Und erstmal Berit Kaufeld mit dem 19:11. Patricia Thormann, 20:12. Mit dem 21:12. Punkt für Schwerin, 22:12.
Topic 23-12. Topic mit dem 24-12, das heißt Satzball mit im Spiel jetzt. Erwähnenswerterweise Johanna Gallas mit der Nummer 13 als Libero. Der war zu weit von Berit Kaufeld. Weiter geht's mit Christina Schlechter. Und Mira Topic setzt den Schlusspunkt mit 25-13, gewinnt der Schweriner SC auch den vierten Satz. Damit steht es in den Sätzen 3-1. Preis für die beste Spielerin beim Schweriner SC wird von Alberto Salomini gekürt. Geht an Mira Topic. Und Trainer Toyn Boys. Er gibt den Preis an die Nummer 12 vom SC Potsdam. Und das ist Simona Usic.